Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tag Vlog von uns. Und zwar haben wir uns vorbereitet, es ist jetzt etwas bewölkt. Wir würden aber trotzdem gerne eine Runde Rad fahren, gell Schatz? Ja. Mein Mann hat es schon mal vorbereitet, beziehungsweise mein Fahrrad. Wir hatten uns ja mal so einen Korb gekauft. Den hat er jetzt hier an meinem Fahrrad befestigt. Sieht mega süß aus, so. Und jetzt starten wir. Jetzt fahren wir ein bisschen Fahrrad. Fahrradfahrer. Servus Leute. Wie gesagt, ein bisschen auf Fahrradtour. Es ist Sonntag. Was kann man sonntags am besten machen, außer Fahrradfahren? Schatz. Was machst du? Leute, ein kurzer Zwischenstopp. Wir sind jetzt, glaube ich, 3 Kilometer schon gefahren, ja, Schatz? Ja. Ja, wir sind jetzt 3 Kilometer gefahren. Und ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt noch ein Stückchen. Wir fahren jetzt noch circa 2 bis 3 Kilometer. Zusätzlich, also im Gesamten dann 6 Kilometer circa. 12. 12, ne? 3 Kilometer fahren, jetzt nochmal 3 Kilometer, 6 Kilometer und dann 6 Kilometer zurück, 12. Wir sind jetzt an so einem kleinen Teich entlang gefahren. Ich kenne mich hier auch nicht aus, mein Mann. Und wie heißt es, Schatz? Naturreservat. Ja. Schäferwiesen, Fauna und Flora. Hier gibt es so viel Pampasgras. Voll schön. Warte, die Leute sind hier, die weich, Schatz? Ja, natürlich sind die weich. Fass an. Warte. Oh, voll schön. Im Laden kostet so ein so ein Strauß kostet 3-4 Euro. Das ist billig. Sollen wir ein paar klauen? So. Offiziell. Sollen wir ein paar klauen? Nee. Wir machen keinen Haram. Eine, wir machen jetzt kein Harami hier. Die Kamera machen wir es nicht. Wenn wir die Kamera ausgeschalten haben. Leute, wir sind eben zu Hause angekommen. Puh, ich bin noch voll außer Puste, Schatz, du? Ich auch. Ich kann gerade nicht mehr. Ich bin richtig platt. Leute, wir sind insgesamt fast 12 Kilometer hin und zurück bis nach Hause. Und das war sehr anstrengend. Es war sehr schön. Sehr schön. Aber Schatz, weißt du, was ich gemerkt habe? Ja. Wir sind jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gefahren. Und ich merke einfach, dass der Körper sich so schnell dran gewöhnt. Und man kann immer mehr, immer mehr. Und das freut einfach einen. Ja. Oh, ich bin auch kaputt. Ich auch. Dann fangen wir mal an zu kochen, hä? Ich habe voll Lust auf Dolma. Wir haben Dolma gekauft, gefüllte Paprika. Ich glaube, dann machen wir jetzt gefüllte Paprika. Oh. Leute, heute ist der nächste Tag. Wir machen noch eine Fahrradtour. Wir sind aber heute noch weiter gefahren. Beim Fahrradfahren war es wieder so windig, obwohl heute ist so schönes Wetter, die Sonne scheint total schön. Aber hier am Feldweg entlang ist es schon ziemlich windig beim Radfahren. Deswegen habe ich meinen Schal so drum herum gewickelt, dass ich nicht krank werde. Wie die Grüne, rote Handschuhe, rosa Schal auf dem Kopf. Und ja, wir tanken jetzt raus, Schatz. Ha, ha, ha.
jetzt erstmal die Sonne. Leute, wir sind am Ende gelangt. Wir können nicht mehr, gell, Schatz? Ja. Jetzt müssen wir den Buckel hoch und dann sind wir zu Hause. Und dann gibt's nachher Käsekuchen, gell? Ja. So Leute, wir sind jetzt beim Lidl. Pizza Schokolade. Wir sind jetzt einkaufen und im Anschluss fahren wir dann nach Hause, ne? Wir tun richtig verarschen, unser Spiel und dann verlierst du. Wir die früh gegessen haben mit Gelatine. Das ist jetzt ein Korb. Ha? Und dann? Ist das jetzt Vorführeffekt? Und dann? Und ja. Und dann tut man sich das drauf. Und dann gibt es noch solche. Ja, die musst du aber dann jetzt auch anziehen. Leute, ich suchte schon so lange nach den Mangos, trockenen Mangos von Lidl und wir finden die einfach nicht. Wie verstellt man die Höhe einer? Ach so. Ja, 1, 2, 3, 3 in 1. Aber 12,99 ist schon günstig. Ich habe mich jetzt schon ins Auto gesetzt und die packen fleißig ein. Ne? Macht Spaß? Ja, ganz toll. Aber die Maske kannst du jetzt runter machen, gell, Hübsche? Ha? Die Maske kannst du jetzt runter machen. Neu. Neu? Ja, und dann geht es jetzt ab nach Hause. Dann wird der Einkauf eingeräumt und dann Spieleabend. So Leute, unser Einkauf. Wir haben einmal Joghurt gratis, Lidl Plus App, ne? 6-mal Red Bull für meinen Mann, XXL, reicht gerade mal so aus. Dann mein Lieblings-Eistee, Leute, ihr müsst den probieren, falls ihr es noch nicht kennt. Ceylon Eistee, Zitrone und Pfirsich-Geschmack, die schmecken richtig lecker, Fatmabla, richtig lecker. Und dann Toastbrot. Müllbeutel. Thermostrumpfhose. Banane. Genau, das war von Lidl. Und hier waren wir beim Rewe. Einmal Butter, Joghurt, Eistee. Und das hier testen wir zum ersten Mal, weil wir es zum Türken nicht geschafft haben. Danke! 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 Sag mal, bist du sauer, weil wir dich immer rauswerfen? Jetzt mache ich euch platt. Zwei, vier, sechs, ciao mit dir. Ich. Alte? Mit dem Kopf drin. Alte, ciao. Nein! Nein! Also Leute, wir haben die Fatmabler besiegt. Sie ist jetzt sauer. Sie will nicht mehr spielen. Sie redet mit uns auch nicht mehr. Und ja. Und Fatmabla, wie fühlt man sich als so Verlierer jedes Mal? Du kannst ruhig deine Gefühle äußern. Wir wissen, dass es sich scheiße anfühlt. Lieber nicht. Leute, wir haben gestern Abend vergessen, den Schluss zu drehen für euch. Deswegen
drehen wir jetzt kurz den Schluss. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Ganz genau. Und wenn es euch gefallen hat, der Daumen hoch und abonniere, denn ich bellisch. Genau. Und abonnieren nicht vergessen, denn es ist bellisch, so wie es mein Mann immer sagt. Lasst einfach ganz viel Liebe da. Wie gesagt, da steckt sehr viel Mühe dahinter, hinter den ganzen Videos. Und wir hoffen einfach, dass es euch gefällt. Und wenn ihr bis zum Schluss dran wart, dann lasst mal unten in den Kommis ein Herz da. Dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.